Oh. Was geht, liebe Bros, Brosin? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rune King. Dennis ist auch wieder mit am Start und wir hatten letzte Folge leider in einem Surprise-Attack von den Spinnen abbrechen müssen. Hätte nicht damit gerechnet, dass die mich da sofort sehen, aber machst halt auch nicht viel. Passiert nun mal, ne? Jo. In der letzten Folge haben wir auch die letzten zwei Glyphen gefunden, die wir zum Weiterkommen benötigen. Aber es ist doch was, wir in der letzten Folge nicht gemacht haben. Zwischen den Folgen, weil Brom die Punkte verteilt. Dooferweise. Ah, die Spinnen sind dran schuld. So. Aber ich sag mal, auch relativ einfache Mobs, also schnell zu besiegen. Aber die bringen, meine ich, sehr viel Erfahrung. Hab ich jetzt beim letzten Mal gar nicht so drauf geachtet. Schon mal raus. Aber irgendwie freut es mich auch, dass es solche Gegner gibt, die jetzt nicht zu geballert sind mit irgendwelchen Effekten oder da musst du auf der Tempo legen, da musst du auf der Schaden legen, sondern es sind einfache Gegner, die kannst du einfach gut verprügeln. Ja. Es muss auch, also sowas steht auf jeden Fall für Vielfalt. Und vor allem auf jeden Fall schön. Kannst du da wieder auch ein bisschen Mana sparen, das ist schon, schon nicht schlecht. Jo. Naja, doch, nee, dann habe ich mich getäuscht mit der Erfahrung. Ja, entschuldigt sind, meine Aussagen. Sind halt eher Minions, aber meine Güte. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Jupp. So. Da gibt es noch Loot. Hier oben habe ich auch Loot vergessen. So, und hier unten. Und da unten. Wo kommen wir jetzt rein? Ich bin gespannt. Das sieht sehr final aus. Jo. Oder ist das jetzt... Oh. Ja, nee, das ist Wohnscheibe, aber... Leute. Spinnennetze, ne? Ich predikte da einfach mal was. Und deswegen gehe ich mir erstmal die Truhe hier snacken. Ring des Orakels. Wir kriegen auf jeden Fall immer weiter neue, bessere Ausrüstung. Sehr schön. Ja, die können wir doch nicht so leicht mitnehmen, oder? Ich meine, das sieht aus wie so ein Spinnengötze. Diese überall Spinnennetze. Ja. Ah, hm? Er hätte damit rechnen können. Riesige Tempelspinnen. Da seilen die sich erstmal ab, ey. Ja. Okay, 1300. Also die kleinen sind die riesigen Tempelspinnen. Die große ist die Spinnengöttin Morat. Ah, okay. Morö! Ja, die große konnte jetzt gar nicht tauschen. Kann das sein? Eventuell ist das irgendwie dagegen immun. Der vernetzte Pfad, okay, der ist in den mittleren. Das heißt, wir sollten nicht auf der normalen Lane angreifen. Ja, das ist für Braumwild schon zu spät. Ja. Macht durchaus Sinn. Klar. War schön, dass wir dazu auch nochmal die Erklärung bekommen haben. Er ist schon jetzt direkt eingesprungen. Schilde für alle. Ja, die Rattenbrom ist jetzt leider tot. Ah, ein weiterer Angriff, ein Krit hätte gegeben. Ja, du hast 31 Punkte. Ja, nee, der ist erstmal futsch. Holy fucking shit. Das Problem ist, ich habe für ihn kein Mana mehr, um jetzt von anderen Ländern zu greifen. Mir fehlt noch ein Punkt, wirklich. Das ist bitter. Das ist very, very bitter. Aber einen haben wir schon mal raus. Ja, da
Dafür hat sie sich jetzt selber geheilt. Das war nicht so intended, aber. So, wo ist jetzt? Ist wieder auf der normalen Lane, ne? Ja. Ach, die hat schon wieder. Müssen wir die große erst vernichten? Ne, es ist jetzt eine kleine. Ja, ja, aber sie spawnt nach. Darum geht's mir überhaupt. Ist die Frage, ob danach der Kleinen noch überhaupt etwas kommt oder ob es halt riesig klein und dann gar nichts mehr ist. Der Zug ist abgefahren, ja so. So, bleiben die jetzt weg? Ja, wenn, dann ist wenn, dann wird. Ja, ich möchte. Danke. Muss ich halt lieber. Ich brauche auch wieder hochrechnen, wenn er mir beifällt. Ja doch, die kann ich auch trauen. Jo. Ja, hat das Aggressiv von Eloy auf Braun gewechselt. Ich will aber ganz kurz gucken. Ja, sie ist immun gegen Betäubung. Ah, schade. Aber das scheinen wohl allgemein größere also Bossgegner zu. Die scheinen wohl diese Immunität zu haben. Ich glaube, es liegt daran, dass man sie sonst zu leicht machen kann. Ja. Spinnchen ist wieder Jovik. Aber der muss auch das Riesenvieh auch erstmal kritten. Ja, ist nicht so toll, aber fast nichts. Ich versuche jetzt einfach Braum dauerhaft gegangen zu heilen. Ja. Überlege, wenn Braum ist. Obwohl, wenn Ilaoi gleich nochmal dran ist, vielleicht ihm eben nochmal. Dings zu geben. Einfach eine Potion. Ja. Schlag sie nieder. Jetzt kommt hier so noch eine kleine Tempelspinne. Die Ulti hast du gleich auch wieder voll. Warte, wir haben hier eigentlich einen for free, ne? Jo. Genau. Gebt euch wenigstens Mühe. Ja, dann tun wir doch. haben wir vielleicht irgendwas wie so ein Gruppen? Hier gesamte Gruppe? Aber nur 93. Ja. Ja, aber die ganze Gruppe ist doch, also die anderen sind ja gut bei Leben, nur Braum nicht. Ja, stimmt. Oh. Ach du Arschloch. Da finde ich auch. Ja. Ich will immer auf Braun klicken, aber ich muss auf die Gegner klicken. Ich habe es mir mit der Zeit irgendwann angewöhnt, mit der Tastatur dann das zu bestätigen. Also ich halt die Fähigkeiten, ja, die also einfach so durchgehen sollen. Damage in dein Gesicht. Schöner Chunk. An Leben verloren. Vielen Dank. Unser Braum kriegt hier nicht rein. Nee. He will stand tall. Ich denke, in 2 oder 3 Angriffen sollte die Kleine, also wenn Yasuo angreift, die auch down sein. Die rufen ja, okay. Wieder neu. Gut, dann ist das jetzt aber auch safe.
er braucht dann halt immer, ich glaube, eine extra Runde, bis eine weitere beschworen wird. Aber sind jetzt schon mal die kleinen Tempelspinnen, nicht die riesigen. Ja. Mit denen bin ich auch eher zufrieden, ehrlich gesagt. Aber das Gute ist, wenn er die Spinnen beschwört, dann macht er keinen Angriff. Jo. Erledigt. Weg. Aber auch wieder das atmosphärische Design jetzt gerade auch sehr gestaltet. Aber die Musik im Hintergrund gefällt mir gerade richtig. Und hier habe ich noch nicht wieder ab. Das sollte jetzt im nächsten Angriff sein. Wir haben aber einen for free gerade wieder. Jo. Den werde ich auf dich setzen. Du in der dann aber Schadenslane. Ja, Schadenslane. So, Braun wird nochmal unverwüstlicher gesehen. Ulti ist ready. Du bist mir im Weg. Das ist aber nicht die feine Art, ja. So, und jetzt hat er zum Beispiel keinen vernetzten Pfad eingesetzt. Sehr schön. Also ich persönlich finde die Kämpfe, die sind nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Die sind schon fordernd. Ja. Aber sagen wir, wenn man ein bisschen mitdenkt, dann machen die auch echt Spaß. Das stimmt. Manche Dinge kommen einfach überraschend. Jetzt direkt der Crit von den fucking Spinnengöttinnen. Ja. Das erste Vieh, was uns in diesem Tempel so überrumpelt hat. Ja, dieser komische Killerfisch. Aber ich meine... Was willst du da machen, ne? Ich gehe zu der Truhe, mach die Truhe auf und es kommt ein Mob raus. Ja. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Bam! Steckt die mir so in den Arsch in die Fresse. Eigentlich wäre der Effekt ja noch geiler, wenn er nach seinem Ulti-Schlitz, also dem Moment, wo er hinter dem Gegner auftaucht, so das Bild einmal zerteilt wird. Also nur für den visuellen Effekt wäre das eigentlich richtig. Das ist ähnlich wie es in Awakening war mit hier der Fähigkeit von dem Assassin. Mhm. So, wir haben noch keinen Angriff for free. Mal angreifen. Ich glaube, wenn Yasuo einmal sein, wie heißt es, Single-Target-Schlitz an die Spinnengöttin drauf bekommt und zwei Crits raushaut, dann sollte sie glaube ich auch weg sein. Oder halt, wir warten, bis sie nicht gut gesagt ist. Oder so. Gar nicht das Problem. So, du wirst. Jo, der Boss wird gleich auf jeden Fall Geschichte sein. So, das war noch abgerufen. Ich glaube, ich sollte bei OP erstmal ausstellen, dass er den Mauszeiger hier mit aufnimmt. Ich habe halt die Standardeinstellung von Lead noch drin. Hm. Ja, probieren wir mal aus, ob ich die jetzt vielleicht sogar damit schon kille. Also ich glaube, mit Schadenslane sollte das auf jeden Fall drin sein. Du zeigst mir immer den Weg. Für mich? Ja, hier für dich. So, nach Braun wird dann Yasuo dran sein. Ich bin mal gespannt. Ja. Ja, ja, ja,
Nochmal. Mach's gut. Wir haben zwar einen Revive verbraucht, aber naja. Jo, muss ich ja auch schon mal einsetzen. Aber ich denke, die Sachen wirst du dir früher oder später dann auch bei Händlern ganz normal kaufen können. Ja, wir haben ja erstmal noch genug davon. Ja. Kein Zurück mehr. Aber ich glaube so, skilltechnisch haben wir keine Einheit, die jemanden reviven kann, meine ich. So, und ja, so, du finishst im coolen Stil. Also doch, hat es zumindest kein Rest, wenn ich bestimmt. Die Prüfung der Buru schenkt Weiß. Der Preis sind Zähne und Blut. Ja, gab doch ganz gut IP. Jo. Reicht's fürs Level Up? Nee. Ganz knapp nicht. Ganz. Na gut. Haben wir jetzt die Sonnenscheibe? Die Mondscheibe? Ja, sieht dann auch aus wie illuminaten hier alles. So, das heißt, jetzt dürfte es hier draußen noch weitergehen. Sind Gegner wieder respawned? Sieht noch nicht danach aus. Hä? Alter, Quatsch, das war nicht hier. Das war ja nicht hier. Genau. Ach, steht's da. Ja, runter gut. Impact! Nice! Das ist schon ein richtig geiler Tempel. Okay, wir haben die neue Mission, den Buru-Tempel von der Verderbnis läutern. Da haben wir einen Rastplatz. Ich wollte gerade sagen. Das ist gut. Dann rasten wir doch mal. Wie, was sagt die Zeit, Dennis? Wir haben noch 8 Minuten. Wieder eine Vision? Nein, nur Meditation. Als Verkünderin der Wahrheit bin ich eng mit Nagakaburas verbunden. Ihr Wille ist meiner. Und ich begrüße den Fluss meines Schicksals. Doch manchmal wird mir die Pflicht zu viel. Und ich muss mich einen Augenblick ausruhen. Wie wäre es mit einer Geschichte? Gut, hat Braun mir schon erzählt, wie er gegen den feuerspeienden Drachen unter dem Winterstachelgebirge gekämpft hat? Sein Hauch bohrte sich durch den Frost und schnitt riesige Flussläufe in das Eis. Hast du für jede Gelegenheit eine Geschichte? Es ist Braum. Yeah, ja. Was soll ich sagen? Braum hat viele Abenteuer erlebt. Na dann schieß los. Ich höre. Es geschah während des jahrelangen Schneesturms. Braum hatte gerade eine Lawine an einem kleinen Fischerdorf vorbeigelenkt. Natürlich. Es ist der Superbraum. Er ist wirklich All Might, Alter. Ja. Er kann alles, er weiß alles. Plus mega. So, hier drin haben wir alles soweit mitgenommen, abgecached, also geht es weiter. Mal gucken, was uns erwartet. Ein nächster Raum auf jeden Fall. Oh, da liegt eine Geschichte. Jetzt. Möchtest du oder soll ich? Ich fange wohl an. Die Naga-Sprecher 6 von 6, das ist ja der letzte Teil. In den letzten Episoden hatten wir die Schriftrollen ja schon zusammengesucht. Ja, ich weiß, dass du vorhattest, mich zu töten. Ich habe die Flasche in deiner Tasche gesehen. Der Inhalt roch nach Säure. Mich zu vergiften wäre sehr feige gewesen. Aber ich vergebe dir für deine Schwäche. Draußen heult der Wind. Ich kann die an der Küste spritzenden Gischt sehen. Wir werden gemeinsam gegen diese Graunacht kämpfen und am Morgen, wenn Eloy sie zurückgedrängt hat, werden wir uns entschuldigen und wieder Freunde sein. Die Rückkehr zur Freundschaft ist kein Stillstand. Wir werden wieder Freunde sein, aber wir werden nie vergessen. Wir werden uns ändern. Und du wirst Eloy auch erzählen, was du getan hast. Was mit den Naga passiert ist. Alles wird herauskommen.
Du wirst für deine Schwäche auf die Probe gestellt werden. Und du wirst dich bei der Priesterin Kamalbatani entschuldigen. Ich habe dein Messer vereitelt? Ja. Aber ich kann mir nicht ausmalen, was du mit ihr vorhattest. Aber sie hätte dich geschlagen, das weiß ich. Die Göttin hat ihre Würdigkeit immer wieder bewiesen. Vesus. Manchmal komme ich mit dieser alten Schrift echt nicht klar. War das denn inzwischen schon der letzte Teil? Ich glaube ja, aber... 6 von 6. Wir müssten alle... Wir haben, glaube ich, alle... Also es war Teil 6 von 6. Ich weiß nicht, ob wir davor schon alle gefunden hatten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir ab 1 angefangen haben. Also ich meine ja. Dann sieht auch sehr final hier aus. Ja, da beginnt eine Cutscene. Ihr wagt es, meinen Tempel zu betreten? Dieser Tempel gehört allein der großen Schlangenmutter. Verschwinde oder werde beseitigt. Ha! Deine Göttin ist längst fort. Du hättest es ihr gleich tun sollen. Nun zahle ich dir deine Anmaßung mit schrecklicher Grausamkeit heim. Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt noch über die Bühne bringen können, ohne zu schwer zu überziehen. Oh, Gegner untersuchen. Mächtige Bossgegner verfügen oft über fortgeschrittene Mechaniken. Achte auf die Beschreibung der Buffs und nutze den Detailmodus, um Strategien gegen diese schwierigen Gegner zu entwickeln. Dieser Tempel gehört mir. Okay, mal gucken. Was kann sie denn Zata, alles? Zata, die falsche Göttin. Opferung opfert ihre Diener und wird dadurch jede Steigerung von stärkender Glauben stärker. Fanatischer Schlag verursacht schweren Schaden. Dienerbeschwörung. Okay, beschwört. Sänger der Nebelgänger herbei. Auferstandene Göttin. Immun gegen Debuffs und einen Großteil des Schadens. Erleidet nur Schaden, wenn ruchloser Glaube von ihren Sängern auf sie übergeht. Erhöht Hast um 30. Gegen Betäubung. Ruchloser Glaube. Abgesandt. Ja, also wir müssen erst die Kleinen töten, dann können wir sie der Menschen. Ich befürchte, liebe Freunde, das wird ein Kampf über zwei Parts werden, weil das klingt danach, dass wir sehr lange brauchen, um die zu besiegen. Ja, ich sag mal, es wären noch 2 Minuten auf der Uhr, also. Kann aber trotzdem schon mal einen Anfang machen, ne? Ja. Ich werde jetzt nicht früher deswegen abbrechen. Jo. Wir casten erstmal wieder ein Schild, würde ich sagen, auf alle. Und Jas wird erstmal normal schützen. Ich will mir das Bader dann für die Endphase aufheben, ehrlich gesagt. Das tat schon weh. Okay, weil wir machen schon guten Schaden an den Dingern. Natürlich. Ja, wir sind da leider schon drin. Raus. Diesmal werde ich den Raum auch heilen. Der bufft da weiter. Aber warte, jetzt kann ich sie ja glaube ich schon angreifen, oder? Weil Wir sollten mal genau mal gucken, ob ruchloser Glaube gerade auf ihr ist. warte, abgesagt.
Ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich die Icons noch nicht ganz zuordnen kann. Dann ziehe dich anscheinend. Ja, aber ruchloser Glaube, ich glaube, das passiert erst, wenn. Ich glaube, du musst sie einmal, anhauen, damit sie etwas Leben verliert, damit sie die wieder teilen können. Ja, wenn wir überprüfen. So, jetzt geht es darum, einen von denen kaputt zu machen. Sehr schön. Schöner Wurf. So. Ah ne, warte, wir haben eine Gratisfähigkeit, stimmt ja. Ja, ja. Das heißt, den sollten wir eigentlich relativ. Können wir easy eigentlich wegmachen. Hör mal. Bist du wirklich bereit? Herausfordern erneuern. Also gerade mit einem normalen Treffer hast du hier, glaube ich, nur 7 Schaden gemacht. Bin gespannt, wie es dann halt mit dem Buff dann aussieht. Ja, sie hat jetzt die Leute geopfert. Ja. Gut. Das waren noch nur 4 Schaden. Okay, das verstehe ich gerade noch nicht so ganz. Ja, die, wir. Also ist jetzt gebufft oder wie, aber ist doch nicht geschwächt. Das ist das, was mich gerade etwas irritiert, wenn ich ehrlich sein darf. Ich glaube, der ruchlose Glaube, der wird, glaube ich, erst nur aktiv, wenn die, wenn die Minions von dir besiegt werden. Das wäre so mein Einfall gerade. Ja, aber ich hatte ja vorhin einen besiegt. Da ist ja auch kein Debuff auf sie drauf gekommen. So machen wir auf jeden Fall kaum damit. Jetzt holst du wieder Minions drauf. Hat Schmerz. Okay, da stand aber auch, ja, wenn das Ziel durch einen Champion getötet wird. Ja, genau. Aber wir hatten ja einen getöteten Körper hier. Verstehe ich halt immer noch nicht so ganz. Lange her, dass ich ganz außer Atem bin. Das ist der stärkende Glaube, die Fähigkeit. Versuchen wir mal den unteren da vielleicht mal rauszunehmen. Ja. Alter. Also, ich war doch schon drauf auf dem Cursor mit ihm, aber er konnte halt wieder nicht bestätigen. Scheiße, ich hab den Traumstab abgelaufen. Fuck, hab ich nicht gesehen. Ja, okay, nevermind. Habe ich nicht erwartet. Wir leider auch nicht. Ich hab das irgendwas mal falsch.
Ernsthaft jetzt? Ach komm, mit vier hat er überlebt. Alter Vater. Du hast den Timer auch zufällig im Blick noch, oder? Ja, sind wir auf jeden Fall drüber. Ja, wie viel denn schon drüber? Ich dachte, du sagst mir Bescheid, wenn die zwei Minuten rum sind. Jetzt sind wir bei vier. Ja, also haben wir fast 30 Minuten jetzt gemacht. Das war mal eine Bonusfolge für euch. Wir werden bis zum nächsten Mal hoffentlich dann irgendwie rausfinden, wie wir die Olle bekämpfen können. Mhm. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuschauen. Ich mach gerade die Abbot, kannst mal die Fresse halten. wir bedanken uns auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.